Was hat Sie dazu bewogen, ins Event-Business einzusteigen? Naja, wer die Entwicklung unseres Unternehmens mitverfolgt, der wird feststellen, dass um unsere Produktidee herum eine sehr, sehr aktive Community entstanden ist. Auch das zeigt ja, dass unsere Produkte nicht nur kurzfristig sehr viel Spaß bieten, sondern dass eben ganz, ganz oft auch eine sehr intensive Leidenschaft daraus werden kann. Das bringt uns wiederum auch irgendwo in die Verpflichtung, den Menschen, die sich so mit unseren Produkten beschäftigen, eben auch mehr und weiterführende Möglichkeiten zu bieten. Und das alles entwickelt sich ja schon. Es gab ja schon einiges an Events, an Meisterschaften, aber auch an Möglichkeiten, wo Kunden von uns unsere Produkte für zum Beispiel Firmen bei irgendwelchen Events als Showcase oder so präsentiert haben. Also wirklich für uns auf die Straße gegangen sind und Drift als Showcase woanders gezeigt haben. Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Eintritt ins Event-Business? Diese wirklich großartige Entwicklung bringt uns wiederum in die Verantwortung, unseren Kunden eben auch Möglichkeiten zu bieten, diese Leidenschaft in der Zukunft noch intensiver auszuleben. Und dazu gehören eben natürlich Eventangebote und genauso gut auch Meisterschaften und Wettbewerbe. Warum wurde dazu eine eigene Drift Event GmbH gegründet? Gleichzeitig bekommen wir immer mehr Anfragen von Eventagenturen, von professionellen Anbietern, die unsere Produkte eben auch als Showcase einsetzen wollen, auf Messen, auf Veranstaltungen. Und da haben wir in der Vergangenheit schon viel gemacht, da haben unsere Kunden uns oft auch schon einfach aus Spaß und der Freude unterstützt. Und wir haben gemeinsam mit unseren Kunden da also echt schon ein paar spannende Geschichten gemacht, sei es DTM mit Hankook, sei es Messen mit SAP und Gott weiß was. Und ja, das hat sich entwickelt und wir sehen aber auch irgendwo jetzt halt die Notwendigkeit und den Willen, diese ganzen Aktivitäten, sei es der Wettbewerbs-Motorsportbereich oder sei es eben dieses Event-Thema, einfach in professionelle Rahmenbedingungen hineinzubekommen. Und um diesen speziellen Eventmarkt bedienen zu können, brauchen wir professionelle Strukturen, die wir mit der Gründung der Drift Event GmbH schaffen wollen. Hat nicht gerade die Eventbranche durch Corona eine enorme Durststrecke zu überwinden? Ja, das stimmt wohl. Allerdings ist es ja so, dass bei uns der Bedarf ja massiv wächst. Unsere Community wünscht sich ja immer mehr Online-Wettbewerbe und Meisterschaften und Wettbewerbe nach fairen Regeln und Bedingungen. Und tatsächlich ist das ja sogar durch die ganzen Umstände der letzten Zeit ja sogar gerade im Bereich Online-Gaming sogar noch mehr geworden. Und ja, Ziel ist genau das. Es kommt uns ja entgegen. Wir wollen ja Hybrid-Gaming langfristig zu einer eigenen E-Sport-Kategorie etablieren. Und dafür brauchst du genau diese Strukturen, dafür brauchst du faire Wettbewerbsregeln und Bedingungen, die wir natürlich erstmal national, aber langfristig eben auch international etablieren wollen. Was ist der Grund, warum Sie das Event-Business in einer eigenen Gesellschaft abbilden? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen wollen wir als Stumpkin GmbH uns natürlich weiterhin auf unser Kerngeschäft fokussieren. Und das ist nun mal die Entwicklung von neuen, hochinnovativen Produkten. Zum anderen fehlen uns schlicht die personellen und finanziellen Möglichkeiten, um aus eigener Kraft ein professionelles Event-Business auf die Beine zu stellen. Deshalb haben wir uns mit der Drift Event GmbH professionelle Leute, Profis aus Event- und Marketingbereich mit ins Boot geholt, um von vornherein hier wirklich die Weichen richtig zu stellen. Natürlich sind wir als Stumpkin GmbH mehrheitlich an diesem neuen Unternehmen beteiligt, auch wenn dieses autark und selbstständig arbeiten soll, aber letztendlich nutzt es ja die Marke Drift und ist letztendlich Teil des Ganzen. Wie wollen Sie die Drift-Community in dieses Vorhaben einbinden? Das Wichtigste ist für mich, dass wir so erstmals die Möglichkeit schaffen, Mitglieder unserer Community direkt am Unternehmen und am Erfolg von Stumpkin zu beteiligen. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr auf dieser Webseite. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Botschaft an die Drift-Community? Dass ihr auf diese Art jetzt noch mehr Teil von Stumpkin und von dem Ganzen werden könnt. Denn ihr könnt euch zukünftig bei der Event GmbH als Eventpartner bewerben und auf die Art eben noch mehr eure Leidenschaft gemeinsam mit uns ausleben. Zunächst freue ich mich aber, gemeinsam mit meinen Eventpartnern zusammen mit euch das nächste Kapitel der Geschichte Drift aufzuschlagen.